Wir sind das Projekt BackGame, Bedrohungsanalyse für KMU durch Gamification. Wir werden gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Unser Ziel ist es, Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen, beim Thema Cybersicherheit zu helfen. Die Ausgangslage ist wahrscheinlich jedermann klar. Die Bedrohung durch IT-Sicherheitsvorfälle ist bundesweit enorm hoch. Das trifft insbesondere auch die kleinen, kleinsten und mittelständischen Unternehmen. Das Problem ist, dass gerade diese Unternehmen oft nicht über die personellen Ressourcen verfügen und nicht das interne Know-how haben, um diesen Bedrohungen adäquat zu begegnen. Teilweise gar nicht mal wirklich einschätzen können, an welchen Stellen diese Bedrohungen überhaupt lauern. Wir entwickeln Online-Lernspiele, die dazu konstruiert sind, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, a. Bedrohungen zu identifizieren, b. bis zu einem gewissen Grad korrekte Gegenmaßnahmen zu ermitteln und eben zu wissen, an welchen Stellen sie dann weitere Schritte einleiten müssen, in der Regel auch unter Zuhilfenahme weiterer Partner. Denn unser Ziel ist es nicht, Leute zu IT-Sicherheitsexperten auszubilden, sondern unser Ziel ist es, die erste Hilfestellung, die erste Hürde zu überwinden, sich selbst helfen zu können. Zunächst unser Passwortspiel. Der Nutzer kann bei diesem Spiel anschaulich lernen, welche Fehler im Zusammenhang mit Passwörtern häufig gemacht werden. Im Spiel soll man dazu als Angreifer versuchen, Zugang zu einem fremden Computersystem zu erlangen. Im einfachsten Level muss man dafür einfach Passwörter in einem Raum finden, um damit Zugang zu einem Computer zu erlangen. Das nächste Spiel ist Security Cards. Der Nutzer soll bei diesem Spiel für IT-Bedrohungen sensibilisiert werden. Zudem kann das Spiel veranschaulichen, welche Auswirkungen Cybervorfälle auf Unternehmen haben können. Hierfür konfrontiert das rundenbasierte Kartenspiel den Spieler mit verschiedenen Ereignissen, auf die reagiert werden muss. Ein weiteres Spiel ist Threat Attack. Hierbei übernimmt der Spieler die Rolle eines Angreifers und muss verschiedene Challenges lösen. Der Spieler muss zum erfolgreichen Lösen der Challenges die passenden Bedrohungen miteinander verketten. Durch das Kombinieren verschiedener passender Bedrohungen kann man eben einen derartigen Angriff starten.